willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich wieder alles um die Warhammer 40.000 Conquest Zeitschrift. Und zwar die Ausgabe, in der uns der Lord Felsius ins Haus gewandert ist. Dieses Modell möchte ich heute mit euch bemalen, beziehungsweise euch zeigen, wie ich den guten Kerl hier bemalt habe. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich wieder eine Liste aller der von mir verwendeten Farben und natürlich auch wieder ein paar Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr meinen Kanal finanziell in irgendeiner Weise unterstützen möchtet und vorhabt, euch neues Hobby-Equipment zuzulegen, dann nutzt doch gerne einen dieser Links. Ich bin mit einer kleinen Verkaufsprovision daran beteiligt. Das hilft mir auf jeden Fall, ein bisschen mehr Abwechslung hier in den Kanal reinzukriegen. Ich würde sagen, wir beginnen sofort mit der Bemalung. Als kleine Besonderheit sei angemerkt, dass ich den Kopf vorher abgetrennt habe, um diesen einzeln bemalen zu können. Das hat sich aber im Nachhinein so ein bisschen als problematisch erwiesen, weil sich der Kopf dann nicht so gut dann in den vorhergesehenen Platz einsetzen lässt. In meinem Fall ist dieser jetzt auch nur da reingesteckt und nicht geklebt, weil ich es gerade so geschafft habe, den dann in die Position zu kriegen. Solltet ihr das also nachmachen, dann müsst ihr auf jeden Fall beachten, dass die Öffnung, um den Kopf einzusetzen, sehr, sehr schmal ist, schon fast zu klein für den Kopf. Also da müsst ihr auf jeden Fall das berücksichtigen. Begonnen habe ich die Bemalung damit, nachdem ich das Modell schwarz grundiert habe, dass ich einmal Descartes Green übergebürstet habe. Hierbei war es mir nur wichtig, dass die Farbe überall aufgetragen wird. Allerdings musste diese nicht deckend und gleichmäßig sein. Nachdem die erste Schicht dann getrocknet war, habe ich noch eine zweite Schicht Death Guard Green trocken gebürstet, um einen etwas gleichmäßigeren Farbauftrag zu gewährleisten. Anschließend wurde das gesamte Modell einmal mit Athonio Camo Shade gebadet, sage ich jetzt einfach mal. Das Shade wurde einfach großzügig auf alle Bereiche aufgemalt. Größere Pools habe ich entfernt, ansonsten durfte die Farbe ruhig satt eintrocknen. Anschließend habe ich das Ganze noch einmal mit Argrax Earthshade wiederholt, um dem Ganzen nochmal so einen kleinen braunen Touch zu geben. Ich finde, das wirkt gerade für diese Descartes-Modelle in den Vertiefungen, wirkt das ganz gut und gefällt mir auch sehr gut. Nachdem das Shade dann auch getrocknet war, habe ich noch einmal Descartes Green über die gesamte Miniatur trocken gebürstet. Hier war es nur wichtig, dass die großen Flächen mit Farbe bestrichen werden. In den Vertiefungen sollte natürlich unser Shade dann stehen bleiben. Dementsprechend habe ich den Pinsel vorher gut an einem Küchentuch ausgebürstet. Das letzte Highlight der grünen Rüstung habe ich mit Nurgling's Ring trocken gebürstet. Hier ist auch wieder wichtig, die Farbe vorher gut aus dem Pinsel auszubürsten, damit wirklich nur noch die am weitesten hervorstehenden Stellen die Farbe abbekommen. Im nächsten Schritt habe ich mir einige Elemente ausgesucht, die ich dann mit Retributor Gold bemalt habe. Hier bin ich auch nach gut Dünken vorgegangen. Hier mal ein Stück Gold, hier mal ein bisschen was. Da bin ich also nach keinem festen Schema vorgegangen. Einfach nach Gefühl habe ich die einzelnen Teile dann damit bemalt. Im nächsten Schritt wurden dann die Sense und die Ketten vorne im Beinbereich mit Silber bemalt. Das waren so die einzigen Teile, die hier überhaupt eine silberne Farbe abbekommen haben. Dann wollte ich noch ein paar Elemente in Screamer Pink haben. Hierfür habe ich mich entschieden, die Bändel unten am Lendenschurz pink zu malen und auch diese drei Lamellen, die da an dem Schulterpanzer hervorluken, die habe ich einmal da mit diesem Pink bemalt, habe nur darauf geachtet, dass ich hier nirgendwo mehr an andere Stellen rankomme. Mit Screamer Skull habe ich dann diverse Bereiche bemalt, den Mantel von der Vorder- und Rückseite, die Hornauswüchse oben auf der Schulter und halt auch die Bandagen, die Griffbandagen an der Sense. Das waren alles so Teile, die jetzt einmal mit diesem Beige-Ton bemalt worden sind. Ich habe versucht, die Farbe mehr oder weniger deckend aufzutragen. Wenn mir das nicht so gut gelungen ist, habe ich es allerdings auch dann so gelassen. Danach habe ich die Holzpartien der Sense mit Rhinoxide bemalt, ein schön dunkler Braunton. Ich finde, der passt sehr gut zu dieser Waffe. Im späteren Verlauf ist mir aufgefallen, dass ich den Bereich gar nicht mehr weiter bemalt habe. Es gefällt mir auch so mit der einfachen Farbe schon sehr gut.
Danach habe ich die drei Pusteln auf der rechten Kniescheibe mit Avalon Sunset bemalt. Das, denke ich, ist eine gute Grundfarbe, um so ein paar eitrige Beulen darzustellen. Danach habe ich noch die Fliegen am Lendenschurz unten mit Retributor Gold gemalt. Das habe ich deswegen nachgeholt, weil ich ja noch diese Lederriemen in Pink haben wollte. Und ich wollte vermeiden, dass ich dann mit dem Pink irgendwie auf die Fliegen drankomme. Deswegen habe ich erst die Riemen in Pink gemalt, das war getrocknet, und habe dann einfach in dem Extraschritt die Fliegen noch einmal Gold gemalt. Da jetzt zu dem Zeitpunkt hier schon etliche Grundfarben aufgetragen worden sind, war es an der Zeit, diese einmal mit einem Shade zu überziehen. Hierfür habe ich mich für Argrax Earthshade entschieden und habe die gesamten Bereiche, die wir jetzt in den letzten Schritten angemalt haben, einmal damit übermalt. Und das Ganze musste dann einmal gut durchtrocknen. Danach habe ich dann die ganzen Auswüchse, sprich die Hörner oben auf der Schulter und die ganzen Tentakeln am linken und rechten Bein, habe ich einmal mit Caribou Crimson bemalt. Die Hörner habe ich deswegen so bemalt, weil ich sie so ein bisschen meinen Poxwalkern anpassen wollte, die ich damals aus der Dark Imperium Box hatte. Deswegen habe ich mich hier auch bei den Hörnern eher für so ein pink-lila Farbschema entschieden. Und da war die Grundfarbe erstmal das Caribou Crimson. Danach bin ich mit Druhri Violet hergegangen und habe all die Bereiche, die ich zuvor mit Caribou Crimson bemalt habe, im unteren Bereich, also an der Basis, nicht an der Spitze, sondern an der Basis der einzelnen Elemente, das Ganze einmal mit Druhri Violet abgedunkelt, um einfach auch so einen Farbverlauf von diesem dunklen Lila zu diesem etwas helleren Pink in Anführungszeichen zu erzeugen. Deswegen auch die Reihenfolge der Shades, so wie ich es jetzt hier gezeigt habe. Nachdem die Shades dann getrocknet waren, bin ich noch einmal mit Screamer Skull hergegangen und habe den Mantel von beiden Seiten und die ganzen Hörner vorsichtig mit Screamer Skull trocken gebürstet. Wie gesagt, ich habe nur darauf geachtet, wieder möglichst wenig Farbe in den Borsten zu haben, um da jetzt keine großen Farbflecken aufzutragen. Weil mir der Mantel zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut gefallen hatte und ich im Ganzen so ein bisschen was fleischigeren Look geben wollte, habe ich jetzt nochmal die Innenseite des Mantels und die äußeren Ränder mit Caribou Crimson geschadet, um da schon mal so ein bisschen in so einen lila Pinkton in die Richtung zu gehen, um das dann gleich noch weiter bearbeiten zu können. Die strukturierte Rückseite des Mantels wurde dann noch einmal großzügig mit Argrax Earthshade benetzt, um den Bereich noch mal ein bisschen abzudunkeln. Mit Liberator Gold habe ich dann angefangen, die goldenen Elemente etwas aufzuhellen. Ich habe mich hier versucht, eher auf die höher gelegenen Bereiche zu konzentrieren und auf größere Flächen. In den Vertiefungen wollte ich entsprechend das Retributor Armor mit dem Shade natürlich stehen lassen, um einfach so noch mal ein etwas helleres Gold mit Schattierungen zu erzeugen. Die silbernen Elemente und die goldenen wurden dann noch einmal mit Runefang Steel etwas aufgehellt, wobei ich hier bei dem Gold natürlich sehr, sehr vorsichtig mit dem Runefang Steel gearbeitet habe, also sehr, sehr zurückhaltend. Ich wollte dem Gold da noch so ein klein bisschen mehr Glanz geben. Ja, im nächsten Schritt habe ich mich dann schon mal um diese ganzen Schleimauswüchse oder Ausläufer gekümmert, die da aus dieser Kugel aus der linken Hand raustropfen. Das heißt, ich habe den Bereich um diese Schleimfäden herum einmal mit Caliban Green bemalt, genauso halt auch die Schleimfäden, und auch an der Schneide der Sense unterhalb ist ja auch nochmal so ein Bereich, wo so Schleimtropfen dran sind. Auch diese habe ich mit Caliban Green bemalt, und da ich die Farbe jetzt gerade offen hatte, habe ich mich auch schon mal so ein bisschen um die Base gekümmert und habe den Boden rings um dieses kleine Plateau schon mal mit der Farbe bemalt. Danach habe ich auf diese ganzen Schleimfäden eine Lasur aus Warpstone Glow aufgetragen. Die Farbe habe ich relativ gut verdünnt, damit sie leicht transparent wird, und habe mich dann eher auf die hervorstehenden Bereiche konzentriert. Grob gesagt habe ich eigentlich da die Farbe aufgetragen, wo es mir vom Gefühl her, vom Betrachten her am besten gefallen hat. In den Vertiefungen habe ich natürlich das Caliban Green stehen lassen. Den Schritt habe ich danach mit einer Lasur aus Mood Green wiederholt. Allerdings sind die Bereiche, die ich dann damit bemalt habe, etwas kleiner geworden, damit man halt auch so einen Farbverlauf von diesem dunkelgrün zu diesem helleren Grün halt auch erzeugen kann.
Abschließend habe ich im Mood Green noch ein wenig Flash-Gits Yellow hinzugemischt, um einfach das Grün nochmal so ein bisschen leuchtender und schleimiger zu machen. Habe ich halt diese Farben dann zusammengemischt und dann auch hier wieder nur auf die hervorstehendsten Elemente dieser Schleimfäden aufgetragen. Mit Screamer Pink habe ich dann noch die Kanten an den Lederriemen vorne im Schritt und an den Lederriemen links und rechts an den Schultern leicht die Kanten akzentuiert und damit waren diese Bereiche dann auch schon mal soweit fertig gemalt. Mit Nihilac Oxide habe ich dann die goldenen Bereiche nochmal bearbeitet. Ich habe die Farbe also aufgetragen und dann mit einem Finger versucht wieder abzuziehen, sodass wirklich nur in den tiefsten Kanten ein bisschen was von dieser Technical-Farbe zurückbleibt. Das ist so mein Vorgehensweise. Ich benutze die Farbe nicht sehr häufig, aber so hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, ich wollte ja dem Mantel so eine leicht fleischige Optik geben. Entsprechend habe ich diesen jetzt noch einmal abschließend mit Cadian Flechton trocken gebürstet. Also relativ vorsichtig bin ich da vorgegangen, um quasi jetzt nicht irgendwie andere Bereiche da mit der Farbe noch zu bemalen. Um die Farben der vier Kabel an der Brustplatte noch so ein bisschen vom Rest abzuheben, habe ich mich entschieden, Cabalit Green zu nehmen und habe die Kabel vorne einfach mit der Farbe kurz bemalt. Mit Ultron Grey habe ich dann die Rauchschwaden bemalt, die hinten aus den drei Kugeln des Rückenmoduls kommen. Das soll mir einfach als Grundfarbe für die nächsten Schritte dienen. Um die Schattierungen der Rauchschwaden zu erzeugen, habe ich mir Coelian Green Shade genommen und habe das einmal satt über diese Strukturen aufgepinselt. Nachdem das Shade dann getrocknet war, habe ich noch einmal mit Ultron Grey die Spitzen ungefähr bis zur Mitte vorsichtig trocken gebürstet. Ziel war es hierbei, dass die Vertiefungen, gerade da wo irgendwelche Kurven und Windungen sind, dass da das Coelian Green Shade stehen bleibt, um auch hier wieder so einen leichten Farbverlauf zu erzeugen. Abschließend habe ich dann mit White's Guard diese Rauchschwaden an den höchstgelegenen Stellen noch ein letztes Mal aufgehellt und damit sind dann auch diese Rauchschwaden an dem guten Lord soweit fertig. Im nächsten Schritt habe ich dann nochmal mit Avalon Sunset die drei Pusteln auf dem Knie gehighlightet, um danach das Avalon Sunset mit White's Guard nochmal so ein bisschen aufzuhellen und dann zentral in der Mitte jeder einzelnen Puste nochmal einen letzten Akzent zu setzen. Den Schritt habe ich quasi noch zweimal wiederholt, also noch ein drittes Mal das Avalon Sunset mit Weiß gemischt, um wirklich dann einen ganz feinen Punkt in der Mitte da zu setzen. Genauso habe ich dem Cabalit Green etwas Weiß hinzugemischt, um die vier Kabel auf der Brustplatte noch mal ein bisschen aufzuhellen. Die Farbe wurde auch hier eher mittig und zentral aufgetragen und weniger an den Rändern. So hat man auch wieder so einen leichten Verlauf von diesen dunklen zu den hellen Bereichen. Danach habe ich mit Ruri Violet noch einmal die ganzen Auswüchse an der Basis der Einzelelemente noch mal ein bisschen abgedunkelt, weil mir das einfach noch nicht dunkel genug war von den ersten Schritten. Entsprechend bin ich da noch mal direkt an der Beinkante und oben an der Schulterkante entlang gegangen und habe diese Auswüchse in allen Bereichen noch mal ein bisschen damit abgedunkelt. Jetzt kam noch mal Argrax Earthshade zum Einsatz. Das habe ich zum einen noch mal auf dem strukturierten Teil des Mantels auf der Rückseite noch mal satt aufgetragen, um den Bereich noch mal ein Stück stärker abzudunkeln. Ich bin aber dann auch noch mal über die gesamte Miniatur an einzelne ausgewählte Kanten gegangen, wo mir einfach der Kontrast zu den Vertiefungen nicht stark genug war. Entsprechend habe ich da noch mal die Kanten ein bisschen nachgezogen, beziehungsweise die Vertiefungen nachgezogen. Und ich bin auch noch über einzelne goldene Elemente drüber gegangen, um auch diese wieder so ein klein wenig zu verdunkeln, abzudunkeln, damit das Ganze nicht allzu sehr strahlend wirkt. Ja, dann habe ich angefangen, den Kopf zu bemalen. Dieser hat erstmal eine Grundschicht Buckman's Glow abbekommen, um einfach die Basis für die weitere Bemalung zu schaffen. Die Farbe musste in dem Moment jetzt für mich auch nicht irgendwie groß deckend und gleichmäßig sein. Wichtig war erstmal, dass so ein gewisser Grundton einfach erzeugt wird, der Rest ergibt sich dann bei der weiteren Bemalung. Ich wollte der Haut so einen leicht kränklichen Ton geben, deswegen habe ich mich hier mal für Coelian Green Shade entschieden und habe das einmal über den gesamten Kopf übergemalt und dann einmal gut trocknen lassen.
Jetzt war der Kopf natürlich recht dunkel und musste auch wieder aufgehellt werden. Entsprechend habe ich mit Buckman's Glow wieder die höher gelegenen Stellen, die großen Flächen bemalt und habe dabei aber dann die Vertiefungen ausgespart und nicht mehr bemalt. Das Ganze habe ich dann auch einmal mit Cadian Flechton wiederholt. Die Farbe habe ich allerdings recht gut verdünnt, dass es wie so ein Glaze ist, so eine Lasierung. Und habe es halt vorsichtig dann in die einzelnen Bereiche aufgemalt. Auch hier war wieder das Ziel, nicht in die Vertiefungen zu malen und ein bisschen von der vorangegangenen Farbe stehen zu lassen, um auch wieder Farbverläufe zu erzeugen. Abschließend habe ich das Cadian Flechton noch einmal mit White Scarred aufgehellt und habe damit nochmal die am weitesten hervorstehenden Bereiche des Gesichts bemalt und die größten Flächen, die man so sehen kann. Ich habe allerdings auch mit dem Farbmix den Punkt in die Augen gesetzt und auch die Zähne bemalt. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool geworden dafür, dass es trotzdem dieselbe Farbe ist wie das Highlight der Haut. Kann man machen, hat gut funktioniert, finde ich. Ja, jetzt habe ich noch die Bemalung der Base nachgeholt. Auch hier habe ich mich für so einen leuchtend grünen Bodeneffekt entschieden. Und ich habe mich auch dafür entschieden, die Base gar nicht mehr groß weiter zu gestalten, sie sondern so zu nehmen, wie sie quasi aus der Zeitschrift kommt. Das Warpstone Glow habe ich dann mit dem Pinsel grob aufgetupft. Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht zu sehr in die Kante zwischen Plateau und Base komme, damit es da einfach eine dunkle Stelle gibt. Und ansonsten habe ich einfach wild die Farbe auf die Base aufgetupft. Dann habe ich den Schritt mit Mood Green wiederholt. Auch hier habe ich wieder darauf geachtet, dass ich von den vorangegangenen Farben so ein bisschen was durchschimmern lasse. Ich bin auch an die Kanten gegangen, habe die von unten nach oben dann heller werden lassen, so dass sie so ein bisschen angestrahlt werden von unten. Finde ich, ist eigentlich ein ganz cooler Effekt. Und die Farben wurden, wie gesagt, einfach nur aufgetupft, um da so einen unregelmäßigen Look einfach zu erzeugen. Ja, alle, die schon bei den Schleimfäden aufgepasst haben, werden wissen, was jetzt kommt. Und zwar habe ich dem Mood Green etwas Flash Gets Yellow wieder hinzugemischt und habe damit abschließend noch einmal die Bodentexturen und die obersten Kanten des Plateaus betupft, um so einfach das abschließende Leuchten quasi von diesem grünen Schleim zu erzeugen. Da dieses Plateau, auf dem der gute Lord steht, ja schon einiges an Farbe abbekommen hat durch die Bemalprozesse im Vorfeld, habe ich mir überlegt, da jetzt auch gar nicht mehr so viel zu machen, sondern habe einfach eine Schicht Null Old aufgetragen, um es ein bisschen abzudunkeln, und das soll dann auch die Bemalung dieses Plateaus gewesen sein. Jetzt folgte natürlich wieder der schwarze Rand, den ich ja immer so gerne um meine Miniaturen setze. Auch da sind natürlich sämtliche anderen Farben möglich. Momentan stehe ich einfach auf einem schwarzen Rand bei der Base. Das war auch schon mal anders, aber das gefällt mir aktuell einfach am besten. Deswegen ein schwarzer Rand. Ja, um dem ganzen Modell noch so ein paar Effekte zu geben, habe ich mich entschieden, Blood for the Blood God aufzutragen. Hierfür habe ich mich an den äußeren Rand der Innenseite des Mantels orientiert, diese leicht damit angemalt, sowie die größeren Löcher im Mantel und an allen Tentakeln, die aus den Beinen irgendwie rauskommen und pusteln, jeweils an der Basis ein bisschen von diesem Blut aufgetragen. Ebenso hat auch die Seite der Schneide der Sense ein bisschen Blut abbekommen. Und damit waren dann auch die Bluteffekte soweit fertig aufgetragen, sodass ich mich dann noch so ein bisschen Rost kümmern konnte. Und zwar habe ich die Rosteffektfarbe von Dirty Dawn genommen. Das ist, finde ich, eigentlich auch eine coole Rostfarbe. Die habe ich dann auf die Ketten vorne aufgetupft, genauso wie auf die Klinge der Sense. Hier und da ein bisschen mit dem Pinsel aufgetragen, einfach nach Gefühl. Ja, der letzte Schritt bestand darin, dass ich diese ganzen Schleimfäden noch ein bisschen Glanz verpasst habe. Und zwar habe ich hier ein Gloss Varnish aufgetragen an alles das, wo irgendwie ein grüner Schleimfaden hängt, genauso wie unten am Boden der Base. Diese wurde auch einmal mit diesem Glanzlack bemalt und damit war dann die Bemalung der Miniatur soweit fertig. Ja, wie gesagt, das war die Bemalung des Lords, der in der vorletzten Conquest-Ausgabe dabei war. Ich glaube, für ihn gibt es gar keine besonderen Regeln, zumindest habe ich im Codex keine gefunden. Der wird ja, glaube ich, eher als Lord of Comtation oder so gespielt. Ist schade, dass es so ein besonderes Charaktermodell mit Namen gibt, für das es anscheinend keine Regeln gibt.
Naja, ist halt so. Ich hoffe, euch hat die Bemalung gefallen. Hinterlasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo. Das sind alles drei Dinge, die mich sehr freuen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.